Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Blendet Morgen. dich die Sonne oder meine Schönheit? Ach, es ist schon beides, Schatz, beides. Nein, die Sonne blendet uns. Ja, Gott sei Ja, Dank. einen wunderschönen guten Morgen aus Bayern. Wir sind mal ganz spontan nach Bayern gefahren. Genau. Haben uns gestern so ganz kurzfristig entschlossen, oder vielmehr, ich glaube, vorgestern war es, nicht gestern, vorgestern, dass wir ja da endlich mal am Wochenende wieder frei haben. Und wir sind ganz spontan jetzt hier runtergefahren, fahren jetzt auch Sondeln. Wir warten, wir haben auch bei uns in der Facebook-Gruppe reingetan, dass wir in Bayern sind und sondeln. Wer der Lust hatte, sollte sich melden. Es hat sich sogar einer gemeldet. Der braucht allerdings 2 Stunden Autofahrt, weil der von Erlangen noch runterkommt. Der Thilo, den kennt ihr auch schon vom internationalen Treffen, war er schon mal mit dabei. Also, ja, dann schauen wir mal, was wir heute finden. Genau. Oder auch nicht. Ja, bestimmt. Ne? Schauen wir einfach mal. Also es sind auch nur Wiesen frei. Die Äcker sind alle noch bestellt bei uns. Und dann schauen wir einfach mal. Genau. Dann freuen wir uns, euch gleich zu sehen auf dem Acker. Und dann schauen wir weiter. So, good morning from Bavaria this time. We drove spontaneously the 500 kilometers down to our house in Bavaria. And we only decided day before yesterday to quickly come down here. We posted in the Facebook group that we're down here if anybody wanted to come to detect. One guy said yes so far. And now we're going to drive to the permission, what we have. At the moment, there's only grass areas. Pastures are only free where they've cut to make silage. And all the other fields are actually still full of crops. So we'll see what we can find. So, see you on the permission. Until then, ta-da! So, we're now at the permission. Hier sind wir auf der Genehmigung. So sieht es aus. Jetzt also eine schöne langgezogene Wiese. Schön im Tal mit reingezogen. Also jetzt geht den Tal rein, sagen wir es mal so. Ne? Und das hier ist ein alter Weg, der hier vorne lang ging. Der ist schon über 200 Jahre alt. Vor 3 oder 4 Jahren haben wir auch hier unten eine Büschelquinar wurde hier gefunden, denn aus der mesolithischen Zeit auf Pfeilspitzen. Und ja, ne? Also hier ist kein Bodendenkmal in der Gegend. Natürlich haben wir extra geschaut nochmal, um sicherzustellen. So ein paar hundert Meter in der Richtung habe ich früher mal die bronzene Armreife gefunden, die auch beim Intro drin sind. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier noch runter noch geht. Früher waren das lauter Einzelecker, also immer so Tagesabschnitte, die gingen alle immer nach oben. Da waren hier so 5 Stück und mittlerweile ist nur noch ein Acker oder eine Wiese. Genau, dann schauen wir mal. Und ja, jetzt haben wir es ja fast 10 Uhr. Nee, wir haben jetzt 20 nach 9, aber bayerisches Frühstück. Klar. So, it's 20 past 9, Bavarian breakfast time. And what do we have for Bavarian breakfast? Of course, a beer, not a Bavarian this time. And a Leberkäse. So, ja, dann guten Appetit und euch gut Fun, wenn ihr dann Genau. am Sonnen seid. Und bis dann. Ciao, ciao. See you then. Tschüss. Und cheers to your health und zum Wohl und eure Gesundheit und unser Glück. Genau. Ah, das tut gut. Oh ja. So, what machines are we running today? Today we're running with an AUX, and Nicole is using that one. And I'll be running with the DS1 with the X35 spool. Also, ich laufe dann mit den DS1 mit der Software-Version 5.1 oder 2. Und Nicole läuft mit den AUX, wie gesagt. Dann schauen wir mal. Wir haben beide die gleiche Spulengröße drauf. Und dann schauen wir einfach mal. So, for you guys in that don't speak German, this pasture used to be single fields going back over 200 years. Actually, I presume this actually goes back, oh,
to the Mesolithic times with the Uradiat people were here. So during the Celtic Bronze Age and stuff like that, there's graves going far in the background. They're actually Bronze Age graves. I found two Bronze Age bracelets about 800 meters in that direction. We found a quinar coin out of the Celtic coin in this field that is full of crops, oilseed, and so plenty to find. We've already found silver coins here, religious pendants, so not quite sure what we're going to find today, if we find anything at all. So there you go, but that's just the way it goes. I always say there's no field that has nothing in it. So at least we're going to find some trash. Correct, darling? Yes. Ja. Also wie gesagt, wir haben hier auch schon drauf gesondert, also auch schon mit einem internationalen Treffen. Und wie gesagt, es wurden hier schon Büschelquinar gefunden. Und so habe ich ja schon erwähnt, auch Silbermünzen und so. Aber ich sage immer, es gibt keine Genehmigung, die abgesondert ist. Aber es wird schwer sein, etwas hier zu finden. Aber so ist das halt. Aber wir haben Spaß und das Wetter ist geil. So geil. Okay, bis dann. Ne? Ciao, ciao. So, and very important, of course, to our good Scottish friends, Ken, Craig, Dennis, Robert. Cheers to you guys. We're thinking of you guys. And hopefully someday you come back to Bavaria again. Till then, ta-ta. Cheers. Cheers. Ja, ich bin noch am Trinken. Nicole hat schon ausgetrunken, aber dafür ist sie schon am Sondeln und will, glaube ich, den ersten Schrott schon mal rausholen, hast du gesagt, ne? Ja, ich glaube, das sind Eisen, denk mal. Eisen? Ja. Dann schauen wir mal. Hier kann man nie wissen, was man findet. Hier ist immer Überraschungskiste in Bayern. Das ist wohl wahr. Obwohl an die Leitwerte sieht man es ja teilweise auch, aber ja. Eisen hat jetzt auch teilweise gutes Signal. Vor allem, wenn meine Lieblingsfunde kommen, die Eisenringe. Ja, aber wenn es manchmal tiefer ist. Hol's raus, mein Schatz. Hol es dir. Die Geschichte der Vergangenheit. Da, 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 da. Da, 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 da. Blei. Was ist das? Nichts Besonderes. Da vorne Metalldrüse. Ja, nehme ich mal schwer an. Ja, bestimmt. Ja, schenke ich dir. Darfst behalten. Okay, let's carry on. Also, dann schmeiße ich mal die Maschine an. Bum, 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 bum. So, dann fangen wir mal heute an mit einer 99, 46. Dürfte ungefähr genau hier sein. Hier. It's out. Schauen wir mal, ob es draußen ist. 75. It's 75.
and a late shot. Also, ein Geschoss Blei. A bullet, a lead bullet. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Oh wow, look at that. Sehr schön. Not quite sure what it is, but it's totally gold gilded. Also ich weiß zwar nicht, was es ist, aber es ist auf alle Fälle vergoldet. Sieht so aus vielleicht wie ein Knopf oder eine Brosche. Really don't want to. It's definitely breaking apart, also es geht hier total im Eimer. Sehr cool, sehr schön. Wow. And there's another piece in there. So there were two signals. Ich hatte ja jetzt zwei Signale. Und das noch mal ein Fragment. Aha. Das gehört mit dazu. Ja, cool. Ein doppeltes Signal. Ja. Sehr schön. Also das, was da gefehlt hat, war gleich nebendran auch noch drin. Ja. Cool. Found both pieces that were missing. Sehr schön. Schön vergoldet. Sehr schön. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. And Nicole found herself a fish brooch. Looks like a carp nearly, doesn't it? Mm-hmm. Ja. Sehr schön. Und das ist tatsächlich eine Brosche. Ja. Ja. So there you go. Cool. Very nice. Okay. Let's carry on. Let's clean this up. Dann tun wir mal hier schnell sauber machen. Bis gleich. Ja, hat es jetzt gefilmt oder nicht? Komisch. Okay. Ja, jetzt haben wir es sauber. Es ist leider beim Reinigen auseinandergefallen. Aber es wird irgendwie zum Annähen gewesen sein. Schön gold vergoldet. Also sehr schön. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Add a crucifix. Und ein Crucifix. But the wood is missing. Aber das Holz fehlt. Normalerweise wäre jetzt hier Holz noch drin. Normally there would be some wood in there, but still nice. Ja, immer noch schön. Okay, auf zum nächsten. Auf zum nächsten. Hoppla. Okay. See you on the next fight. Bis zum nächsten Fund. Ja, und dann haben wir hier Kaliber 50. Zweiter Weltkrieg. Und zwar ist hier hinter die Deininger Bahnbrücke. Und ja, das ist mein Schatz, das ist nicht die Brücke. Ja, hier hinter ist die Deininger Bahnbrücke und wir wissen ganz genau, dass die damals versucht haben, die Brücke zu zerstören und haben auch darauf geschossen, auf Züge und so weiter. Und das wird noch davon Übergangsteile sein, weil wir haben auch weiter oben schon Hülsen gefunden, Kaliber 50. Und wie gesagt, das ist so, das Geschoss sieht so aus, das ist also nur das Geschoss, ist ungefährlich jetzt. Genau. Okay. Auf zum nächsten. Auf zum nächsten. So, we have now changed permissions. Jetzt haben wir noch schnell die Genehmigung geändert. Und unser Kumpel Dilo, haben wir ja schon gedacht, ist jetzt dann auch zu uns gestoßen. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Okay. See you on the next find. Bis zum nächsten Fund. Ciao, ciao. So, auf den neuen Acker fangen wir dann an. 86, 87.
most likely bottle top. Also normalerweise ist das dann immer Bierdeckel hier in Bayern, so bei 86, 87. Kann aber auch was anderes sein, so wie immer. Ne? Schauen wir mal. Der Fund ist draußen. So, the find is out. It's in here. And it's not a bottle top, but it's still a can, piece of can. Also, Bierdeckel ist es nicht, aber trotzdem Schrott. Ne? Und das hier ist eine Kleewiese, die abgemäht worden ist. Da sieht man mal. So this is actually a clover pasture. So hopefully it will bring me back luck. I haven't seen a four-leaf clover yet, but never mind. So off to the next. So let's take a look. 64, 62. Normally that goes towards lead. Also normalerweise geht das in Richtung Blei jetzt. Aber wie gesagt, das kommt immer drauf an, wo, wie tief und so weiter das ist. Teilweise ist es auch Blech dann. Es ist draußen. Mal wieder Blech. Da kann man mal sehen. Nicht immer alles gleich. So, let's carry on. Off to the next, dann auf zum nächsten. So, just got myself a compass. Also, but you can't really see it anymore, but you can see maybe pieces moving inside still. So, a compass. Okay. Off to the next. Show me the way to the treasure. Zeig mir den Weg zum Schatz. Okay. Off to the next find. Auf zum nächsten Fund. So, part of a shield button. Ein Teil von einem Schildknopf. But sadly broken. Leider kaputt. But hopefully we find a whole one today. Na, vielleicht schaffen wir ja noch einen ganzen zu finden heute. Okay, off to next, auf zum nächsten. Not an iron ring, but an iron 8 this time. Ja, diesmal keine Eisenring, aber dafür eine eiserne 8, ne? Ja, können wir ja. Ah ja, okay. Off to next, auf zum nächsten. What a beautiful fragment of a crucifix. Ja, was für ein herrliches Fragment von einem Kruzifix. You can still see Jesus' body at the top. You got the inri at the front. So this would have been going down to about here. Would have been very nice. Sadly, only a fragment. Ja, schade. Leider nur ein Fragment von einem Kruzifix. Das wäre auch wirklich schön gewesen. But that's the way it is. So ist das nun mal. Okay. Off to the next. Auf zum nächsten. And looks like a lead button. Und ein Bleiknopf. Okay. Off to the next. Auf zum nächsten. So I have now changed the coil to the Christmas edition. 2019. So let's see what we can find with this coil. So there you go.
because it's a pretty big permission, you know. So I decided to go for more coverage than sensibility is. So let's go. And another coin und noch eine Münze, German Imperial Era, Deutsches Kaiserreich, and it's from 1901. Good material, gutes Material noch. Okay, auf zum nächsten. So, there's definitely some smelting going on here. Also man sieht hier, dass auf alle Fälle hier Metallverarbeitung stattgefunden hat. Quite a bit of weight. Looks pretty nice. I think I'm actually going to keep this one. Also ich finde, das sieht sogar sehr schön aus. Ich glaube, ich werde das hier behalten. And yes, it's metallic. And not sure what material it is. Also keine Ahnung, was für Material das noch ist. But looks nice. Sieht jedenfalls cool aus. Okay. Auf zum nächsten. And what a lovely day it is. Was für ein schöner Tag. So we've been searching for quite a while. Also wir haben jetzt schon eine ganze Weile gesucht, aber ich habe nicht sehr viel gefunden heute. But ja, so ist das halt. Nicht jeder Tag ist gleich, ne? Gott sei Dank. Ja, bis zum nächsten Fund, falls wir was finden. Well, until the next find, if I find anything. And a rotten zinc coin. Ja, und natürlich ein Zinker. It's already all worn. Ist natürlich schon total glatt. Ja, Schrott halt. Okay, never mind. But at least we found something. Aber jedenfalls haben wir was gefunden. Okay, auf zum nächsten. Ja, that was it. Das war's für heute. Wir schauen noch ein bisschen deine Funde noch an. Ach so, ja. Ja, komm mal. Ich glaube, der Tilo hat da auch noch irgendwas gefunden, Kleinigkeit. Ne, nicht so viel. Aber war okay, war ein schöner Tag. War okay, ja. Ne? Schön, dass du gekommen bist. Danke, danke. Ja, lieben gerne. Ne? Und bis zum nächsten Mal dann. Ne? Und Nicole hat jetzt hier auch noch ein paar Funde. Nicole's fine. Got it. Her horizon got widened. Sie hat ihr Horizont erweitert, ne? Kann man sagen. Ist natürlich auch cool, ne? Ja. Ist bestimmt ein Fahrrad oder sowas gewesen. Keine Ahnung. Ja, okay, das kann ich mir gut vorstellen. Dann hier diese. Ja. A nice button with the king's head on it. Could be Maximilian or something like that. Or Louis. Jede Menge Münzen. Coins. So she was luckier than I was. I just gained more experience. Also ich habe einfach nur mehr Erfahrung heute bekommen. Ne? Und Nicole hat war natürlich wieder fleißig am Sammeln. Und auch am Finden. Okay, das reicht schon wieder. Du machst mich ganz neidisch. Ja, Depp, ey. Ja, den Ring kannst du ja noch. Und den Fisch. Ah, der Fisch ist ja herrlich, ne? I like the fish. And more. So, I was on the wrong path. Also ich war auf der falschen Fährte und Nicole war heute auf der richtigen Fährte. Aber alles, was man nicht melden muss, ne, noch so ein kleiner Ring. So. Genau. Alles Meldefreiheit. Genau. So richtig gehört. Okay, das war's dann. That was it. Till the next time, you take good care of yourself and don't forget, keep smiling. Until then, bye-bye, ta-ta. Ja, und bis zum nächsten Mal. Denkt immer dran, immer schön lächeln. Und bis zum nächsten Mal. Tschö-tschö. Tschö. So, good morning. Day 2 in Bavaria. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Tag 2 in Bayern. Heute haben wir nur einen halben Tag. Today we only got a few hours, because we have to drive back to Cologne, and so we got this little permission right here. Jetzt haben wir nur noch diese kleine Genehmigung hier auf der Seite. Dann schauen wir mal,
ob wir hier was rauszaubern können, oder? Mm-hmm. So we're going to see if we can get something out of this ground, if we find anything. It's pretty close to my village, so we'll see. Ja, ist ziemlich nah an mein Dorf oder unser Dorf, ne? Hier in Bayern. Und ja, Wetter ist wieder schön. The weather is nice again, as you can see. And it's supposed to rain this afternoon, so we're going to get out of here this afternoon. Also heute Nachmittag soll es tatsächlich hier auch wieder regnen oder Gewitter kommen, mhm, bevor es dann richtig heiß wird nächste Woche. Ja. Und dann schauen wir mal. Okay. See you on the first find. Bis zum ersten Fund. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, first find, 81, 82. Also, der erste Signal ist da 81. Schauen wir mal. Most like the bottle top. Normalerweise würde ich sagen, bei den Signalen wird es ein Flaschendeckel sein. Aber oder Eisenring. It's some kind of top. Ja, so wie ich gesagt habe, irgendeine Art von Deckel. Sukkoplast. So that's actually a plaster top. Okay. Off to the next. Auf zum nächsten. So, second target. 84, 86. So let's take a look, dann schauen wir mal. I presume it's going to be trash again. When I, before I got the camera out, it was actually 77, also bevor ich die Kamera rausgeholt habe, war es eigentlich hier 77. Deswegen habe ich die rausgeholt. Aber, naja, schauen wir mal. Out. Das dürfte jetzt hier oben drin sein. Trash again. Da war wieder Müll. Was meinst du? Kommst du mal an das Ding dran? Mit was kommst du ran? Ja, du kommst mal an das. An die Walkie-Talkie dran. Ach so. Kann sein. Looks like when I bend down, I press the walkie-talkie button. But there you go. So far only trash. Also bisher nur Müll. Dann schauen wir mal. Did you find anything apart from trash? Hast du irgendwas gefunden außer Müll? Ja, so einen kleinen Ring, aber ich weiß nicht genau. Naja. But it's beautiful. Oh, ist sehr schön. So that's the village actually. And my house is right.
along there at the edge of the town, and I can that's the view I can see from the living room, or we can see. So there you go. Okay, let's carry on. Auf zum nächsten. Ja, dann machen wir mal weiter. Auf zum nächsten. So, we quickly changed positions because the other field was so empty that we decided to quickly come down here. And we're actually right behind my village, our village, which is just up the hill right there. Also wir sind direkt jetzt hinter unser Dorf und ja, und schauen jetzt einfach mal hier. Hier droben drin, hier durch das Feld ging früher ein alter Weg. In the old times, coming crossing this field and this pasture, there was actually a path that went through. And you can see that one hill coming up, that is actually where the old path came in. So we're going to try and detect towards that path and see if we can still find anything that people might have lost 200 years ago. Nein, schauen wir jetzt einfach. Wir gehen also jetzt in Richtung den alten Handelsweg oder den alten Weg zur Mühle und zu den anderen Dörfern. Und dann schauen wir mal, ob wir irgendwas finden, was die Leute so vor 200 Jahren verloren haben oder noch vor 100 Jahren. Und dann schauen wir mal weiter. Okay, let's go. Off to the first find, auf zum ersten Fund. So the first signal is coming in with a 9192. So, could be a piece of iron, I suppose. Also jetzt kommt er mit einer 9291 rein. Könnte ein Stück Eisen auch sein. So this is the mineralization on this field is very low. Ah, lots of ants. Also hier haben wir wieder so einen Ameisenhaufen. Funny enough, sometimes we always have ants where there's metal, also some objects. I don't know why, but it's... So, what are we going to find today? Trash. Müll. Deep trash, tiefer Müll. Okay. Well, I suppose off to next. Auf zum nächsten. But it's nice and sandy, this part. Also dieses Teil ist jetzt schön sandig. And at the top it's actually very rocky. Also hier oben ist sehr viel Gestein und hier ist sehr schöner Sand. So let's carry on. Ja, machen wir mal weiter. And the bottom part of a lead toy. Now we just have to find the lead toy. Ja, da haben wir jetzt das Unterteil von einem Bleispielzeug. Wahrscheinlich so ein Reiter oder sowas. Jetzt fehlt uns nur noch der Reiter selber, ne? Aber naja, okay. Und Nicole has found an ant's nest and some trash. Ja, und die Nicole hat einen Ameisenhaufen gefunden mit wieder Müll drin. Okay, let's carry on. Auf zum nächsten, auf zum nächsten. And there's the lead horse. The soldier, I actually nicked it a little bit. Ich hab's ein bisschen angekotzt. Aber da war der Reiter zum draufstecken. You could put the rider on top here. And that would be the horse. And this is where I found the ground piece. And this is where I found, right next to it, was the toy itself. Cool. Now we just need the rider. Jetzt brauchen wir nur noch den Reiter.
Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. Und eine Eisenschnalle und ein Bakko. So, okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. And a piece from a German beer mug. Und das Teil hier ist von einem Maßkrug. Man sieht hier noch das Porzellan drinne. Und hier wäre der Deckel. This is a, this part would be holding the lid. Oh, cool, very nice. Sehr schön. Shame it's not the whole beer mug or the whole lid, because they can be very, very nice. Es ist halt schade, dass nicht, dass der Deckel nicht dabei ist, weil die können wirklich sehr schön verziert auch sein. Okay, auf zum nächsten, auf zum nächsten. So, that's the trash from today. Das ist jetzt noch der Müll von heute. Ja, viele haben wir nicht gefunden, bis auf so ein Bleifährt und die Schnalle da und den Krugzeug da. Aber naja, alles nicht so wild. Und mein Schatzi? Ein Ring. Ja, wenigstens der Ring gefunden. Siehst du? Ja. So, jetzt packen wir zusammen und dann müssen wir in Richtung Heimat langsam. Okay. So, that was it for this weekend in Bavaria. And we'll see you next time round. Till then, you take good care of yourself. And don't forget, keep smiling, enjoy your life, if possible. And thumbs up would be great. And if you haven't yet, subscribe, that would be even nicer. And we'll see you next time around. Ja, das war's dann von uns hier in Bayern, das Wochenende. War nicht ganz so erfolgreich. Ach doch. Ne? Aber es hat Spaß gemacht. Wir sind genau. Wenigstens rausgekommen, in der frischen Luft wieder, mal wieder bayerische Luft geschnappert. Ne? Und wie gesagt, wir wünschen euch weiterhin viel Erfolg, wo immer ihr auch seid mit den Sondeln und gut Fund natürlich. Lasst es euch gut gehen, so weit wie möglich und denkt dran, immer schön lächeln. Und falls ihr es noch nicht gemacht habt, ein Abo wäre natürlich auch sehr nett, wenn ihr das machen würdet. Oder die Glocke ein bisschen schauen, dass wir auch ein bisschen so im Algorithmus drin bleiben. Und genau. Ja, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und hoffentlich mit ein paar bessere Funde. Oder auch nicht. Aber Gott sei Dank können wir das nicht aussuchen. Wenn der Herrgott möchte, dass wir was finden, dann finden wir. Und wenn nicht, dann ist das halt so. Wenigstens waren wir in der frischen Luft. Bis dahin. Ciao, ciao. Take good care of yourself. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.